Naradin kriegt auf die Fresse, aber das Dumme ist, wenn ein anderer noch auf ihn feuert, er ist immer noch ein valides Ziel, oder? Ich meine, die ignorieren ihn aber, solange er bewusstlos ist. I sure hope so. So, ich gehe hier hin. Rolling. Werf das Imitationsbeacon, weil ich habe eh keine Wahl. Du gehst wieder hier hin. Ich mache im Grunde nur das, was ich eben auch gemacht habe. Also das Dumme ist, jetzt wird das wahrscheinlich fehlschlagen, ne? Wetten wir? Ich weiß gar nicht, ob ich hier die blitzschnellen Hände für verwenden sollte. Ne, das kann gar nicht fehlschlagen. Doch, kann das. Scheiße, ich muss die hier für verwenden. Ja, natürlich mache ich jetzt so den Dreier-Roll. Okay, das akzeptiere ich. Was soll's. Ich hätte den Schuss eh für nicht viel was anderes verwenden können. Jetzt mache ich den Crit. Ja, geil. Danke, Mädchen. Ah, oh, manchmal. XCOM, you suck. You suck so hard. It's unbelievable. Was ich jetzt noch theoretisch machen könnte, ist die Mauer versuchen so aufzusprengen, dass auf jeden Fall das Imitationsgerät im Sichtbereich vom Phantom ist. Aber ich hoffe mal, dass es so oder so. Denn ich brauche irgendjemanden, der nachgeladen hat. Ich empfehle dir die Don't Waste My Time Mod. Das spielt einiges an dieser Stelle ab. Ja, aber ich mag die Sachen ja eigentlich. Wie, das war's schon? Nicht mal was explodiert? Das ist ja toll. Gut, du schießt aufs Imitationsgerät. Bitte triff nicht. Na gut, sie muss treffen. Okay. 5 Schaden ist okay. Mehr als 5 dürfte nicht machen. Oh, I hate my life so hard right now. Was? Wieso feuerst du dich aufs Biegen, du dreckiges Miststück. Das ist schon das zweite Mal, dass sie getroffen wurde. Warum hat er nicht auf das scheiß Biegen gefeuert? Oh, das finde ich ja richtig mega asozial, ne? Das finde ich jetzt richtig gerade so richtig, richtig mega asozial. Okay, lad nach. Und danach kannst du Sturm und Schuss machen. Denn jetzt musst du nur noch eins weit. Das Dumme ist, ich muss auch gegen den was machen. Wenn sie treffen würde, wäre das Ding auch tot. Und dann würde Naradin auch wieder aufstehen. Oh, wirklich? Nein, es ist nicht sicher tot. Ja, nachgeladen ist ja bei ihr. Du musst jetzt Sturm und Schuss nehmen, denn du hast eine Chance, das Vieh zu killen, glaube ich. Hast du eine Chance, es zu killen? 7 bis 9. Wenn du einen Crit machst und einen hohen Wurf, dann ist es tot. Oh, ich hasse sowas, ne? Wie ich sowas hasse, Leute. Hate it so much. Du wirst, glaube ich, nicht nachladen. Du könntest zur Not ihn treffen. So, wenn du hier hinrennst. Du könntest ihn noch weghauen. Ja, du hast noch nicht mal... Oh. Dass der kein Kill war, das wird mir noch zum Verhängnis, habe ich das Gefühl, Leute. Ja, und den da müssen wir auch noch irgendwie beseitigen, ne? Hab ich nicht vergessen. Denk dran, deine Granaten sind jetzt wieder nützlich, auch wenn du sie eigentlich aufheben solltest, aber wenn es nicht anders geht. Ja, eben. Ne, die sind nicht wirklich nützlich. Die sind überhaupt nicht nützlich. Weil die können den Codex nicht instant töten, das kann nur Shiro. Nützlicher. Ja, aber die sind mir gerade absolut. Die sind gerade absolut egal, die Granaten. Ich brauche auf jeden Fall. Ja, ich muss auf jeden Fall ihn flankieren. Oder sie flankieren. Auf den Schuss kommt es jetzt an. Bitte ein hoher Crit. Ein hoher Crit. Yes! Exakt 12 Punkte. Das war gut. Den speichere ich, weil nee, der wird nie wieder passieren, Leute. Könnt ihr aber glauben, XCOM ist nicht so nett. Okay, du... Töten da. Haben wir noch jemanden? Warte mal, das ist jetzt viel besser, wenn sie das macht. Weil dann kann sie nämlich noch nachladen. Und 87% sollte hoffentlich funktionieren. Bitte. Yes! Naradin steht wieder. Das Dumme ist, das blöde Phantom existiert auch noch.
Nice. Piotrowski ist Lieutenant geworden. Sehr schön. Du kannst jetzt auf ihn feuern. Nara, dem kann auch auf ihn feuern. Ja, ich weiß, dass der andere auch noch hier irgendwo rumlungert, aber was soll ich tun? Kann ich den auch aufdecken, Leute? Sag mir das mal bitte. Ich muss wieder normales Schreiben und Sprechen lernen. Ja, das kenne ich, Neo. Wen aufdecken? Diesen Nano-Futzel, Phantom. Achso. Ja gut, die Flugzeiten von Gremlin sind manchmal echt nervig, das stimmt, Neo. Mal gucken, wenn sie für WOTC gibt, hole ich mir die vielleicht auch noch. Ich meine, ich habe jetzt so viele Mods schon. Ich habe übrigens eine Mod-Collection für alle, die das sehen wollen. Carter kann die ja mal in Dings posten. Hast du die noch? Ja. Dann wäre das nett. Okay, du könntest praktisch, Nara dem hat 100% Trefferchance, das heißt zumindest ist er weg. In seine Rüstung. Ja, sehr schön. Und das heißt, du könntest ihn erledigen, du aber auch, und das ist mir mehr wert. Erstens, weil du ein Rookie bist. Und zweitens, weil dann der Sabotierer auf hoffentlich sich verteidigen kann. Hilfsprotokoll, hast du irgendwas Sinnvolles? Fernhacken, Medi-Protokoll, nein, hast du nicht. Das heißt, du kannst auch genauso gut Hunker Down oder Feuerschutz geben. Ich glaube, Feuerschutz ist besser. Kannst du... Oder noch besser, du heilst erstmal. Sie braucht auf jeden Fall Heilung. Ich würde dann aber gern auswählen können, Neo, was ich sehen darf und was nicht. Und zwar zum Beispiel, dass ich die Heal-Sachen nicht sehe oder die Gremlin-Sachen, aber den Rest schon. Das wäre mir dann lieb. Also diese Hack-Sachen und Heal-Sachen, dass ich die weghaben kann. Das sind nicht meine Mods, das ist meine Mod-Collection. Carter, pass auf. Jetzt habe ich gleich noch hier Copyright-Infringements. Okay, das Phantom ist weg. Das Phantom ist weg und das ist ziemlich gut. No problem, boss. If you say so. Okay. Das Phantom ist weg und das ist ziemlich gut. Ich weiß noch nicht, wie lange es weg bleibt. Ah, da ist das Phantom wieder. Hast du recht, ich hab's klarifiziert. Dankeschön. Ja. Sind nicht meine Mods leider. Das wäre schön, aber es sind leider nicht meine. Okay, das sind 100% Damage. Das kann ich nicht verwehren. Damage in Ehren kann keiner verwehren, ne? Scheiß blöde Phantome. Die sind so dreckige Gegner und ich weiß immer noch nichts über die. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Okay, Slap kann sich für die Runde eh nicht mehr bewegen. Dann kannst du auch versuchen, den abzuballern. Very nice. Wunderbar. Ich hoffe, du kriegst wenigstens noch eine Beförderung. In dieser Mission. Du könntest hier hin. Ich speichere jetzt erst nochmal. Das ist mir alles zu viel Aufregung gerade. 49% schön verwandelt. Ich habe übrigens... Ja, der war super. Ne? Ich hätte nicht gebraucht, deswegen habe ich einen Schuss gemacht. Weil sonst wäre das natürlich absoluter Quatsch. 49% macht man nicht. Da kannst du lieber Overwatch machen, das hat mehr Chancen. Ist die Mission keuchender Kraken? Wirklich? Ich meine schon. Sabotierer hat ein Level Up. Das ist sehr gut. Bin ich mal weg vom Lieutenant. Ich war ein bisschen Zeug. Good to go. Paar ein bisschen Zeug, ja Leute, so nennt man das. Aber Operation halbverspeister Prophet ist immer noch mein Favorit ja, bisher. Das war der geilste. Es kommt aber irgendwie ein bisschen aus Halo, habe ich das Gefühl. Das mit dem halbverspeisen Prophet, wie mit dem Propheten des Bedauerns und so einem Kram. Möglich. In einer Halo kennt. Du kennst Halo, ja, ne? Ne. Was? Noch nie gespielt. Was? Was? Ich stehe nicht auf Konsolenshooter. Ich auch nicht. Aber Halo war trotzdem ein Muss. Da habe ich mir auch alles angetan bisher, außer den fünften, weil ich keine Xbox One habe. Und mir auch keine kaufen werde. Never ever. Weil ich Microsoft ziemlich kacke finde mit ihrem Scheiß. Okay, ich mache nochmal eine Runde Smart Overwatch. Ich hoffe, ich habe noch genug. Das Mimic Beacon ist leider weg, aber das hat mir, glaube ich, den Arsch gerettet. Deswegen hat nur ein Soldat 7 Schaden reinbekommen und nicht jeder. Und sie hat ja, vor allem zweimal was reinbekommen. Die wird es auf jeden Fall einen Monat weg sein. Damals Neo, Halo 1 und 2, aber die neueren Teile nicht. 2? 1? Ja. Wirklich nur 2? Wirklich auch 2? Ich wusste von 1. Ehrlich? Bin ich ja vollkommen out of date. Got it covered. Ja, Halo 2 gab es auch für PC. Wenn hier jetzt zu viel Kacke bei rumkommt, ne, dann schrei ich. Ne, du kannst da sitzen bleiben, Mädchen. Du allerdings sollst hier hin. Ich brauche mal vorderster Front. Wo sind wir mit unserem Healer?
Dass ich so Sachen wie Halo und Zelda nie gespielt habe, habe ich mir auch schon anhören dürfen. Das disqualifiziert mich von meinem Job eigentlich noch. Das qualifiziert dich? Das disqualifiziert mich. Ach, das disqualifiziert dich. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wobei Zelda... Ne? Zelda 3, ja. Kultklassiker halt. Ja, Zelda 3, ja, aber alle anderen Zeldas, meh. Das Neueste habe ich jetzt nicht gesehen bisher, aber ich bin von Nintendo nicht mehr very impressed. Breath of the Wild ist das Erste, was für mich irgendwie interessant aussieht. Zelda 3 war geil, aber sonst... Okay, du bist... Okay, cool. Muss ich jetzt noch in deinen Kreis treten unbedingt? Natürlich muss ich noch in deinen Kreis treten. Und Hell breaks loose. Oh, I hate my life. Oh, I hate my life. Sind die jetzt unendlich? VIP-Identität bestätigt. Firebrand bereitet die Evakuierung. Die sind unendlich, oder? Weil die sich reinbuddeln. Die sind nicht unendlich, aber... ich weiß nicht, wie viele Einheiten jetzt bei dir in der ersten Runde kommen, aber so viele, wie in der ersten Runde kommen, kommen von jetzt an in jeder Runde. Was? Was? Das habe ich gemeint, ja. Das ist halt einfach mega, mega, mega dreckig. Drei Runden lang oder noch länger? Drei Runden lang, bis du evakuieren kannst. Wo kann ich denn dann evakuieren? Da, die machen irgendwo eine Landezone, das ist total unlogisch. Das ist halt unterirdisch, aber... Ja gut, ich meine, wenn sich Advent reinbohren kann, dann können wir uns auch reinbohren und ein Kabel durchhängen oder einen Strick oder was weiß ich. Den Strick, an dem ich mich hier noch aufhängen werde, weil... Drei Runden lang jedes Mal so viel... Oh Gott! Ich bin überhaupt in der Position! Du weißt ja noch nicht, wie viele kommen, deswegen hast du jetzt noch eine Runde Zeit, dich zu positionieren. Ja, jetzt habe ich noch eine Runde Zeit. Ich hätte ja auch mit dem Ende meiner Runde hier hinkommen können. Just saying. XCOM. Moving. Oh Gott. Wie asozial, ey. Ah, ich könnte ja, das Missionsschema, ja. Super. On the move. Ja, also, oh, guck mal, die steht sogar ganz hier hinten. Fun. On your order. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ich habe halt null Ahnung, was da jetzt bei dir kommt, wegen dem Schwierigkeitsgrad und der Stelle, wo du jetzt im Spiel bist. Eine Menge Arsch wird jetzt kommen. Also bei mir kamen pro Runde drei Gegner. Ja, aber auf zwei Seiten auch noch. Drei Gegner. Ja, genau. Also drei Gegner, insgesamt sechs, meine ich. Ach so, von jeder Seite. Ja, von jeder Seite drei. Oh, you gotta be shitting me. So, also ich habe keine Ahnung, was bei dir jetzt kommt. Ich kann ja kaum drei Gegner in einer Runde ausschalten. Wie soll ich denn drei Gegner auf beiden Seiten ausschalten? Okay, zwei auf jeder Seite kommen jetzt. Aber ja, auch noch ein Codex natürlich. Oh, und der wird sich jetzt spalten. Das ja, genau, das war das Ding. Bei mir kamen auf der einen Seite kam Mac und zwei Stunlancer, auf der anderen Seite ein Captain und zwei Trooper. Geil. Okay, aber der Mac sieht schon mal böse aus. Mit Sektoids und Advent Soldiers 4 pro Runde. What? Sektoids? Ja. Den haben sie doch ins Hirn geschissen. Was soll denn das bitte? Die können doch keine Sektoids hier reinballern. Also, kann sein, ach nee, es sind auch noch es keine Sektopods. Okay, es sind Sektoids, keine Sektopods. Okay, ich habe jetzt Sektopods gedacht. Oh Gott, ich habe gedacht, what the fuck? Jede Runde 4? Vier Sektopods. Oder jede Runde einer wäre schon. Oh, willst du mich verarschen? Sektorpots pro Runde wäre ein bisschen krass. Ja, das wäre wunderschön. Ne? Das wäre so genau, was ich mir von XCOM vorstelle. Der Codex hat nicht reagiert. Der Codex hat nicht auf den Dings reagiert? Ich könnte den Mac hacken. Den Hack Macken. ...95% ist der Mac einfach tot ist. Das ist eigentlich die gute Sache. Mach keinen Hack Mac, mach den Mac Hack. Nee. Genauso. Oh. Sektopods, ey, das wär's. Okay, Schlangenfrau. Dürfen wir aber hiermit erledigen können. Nur 64%? Willst du mich verarschen? Ich glaub's hackt, mein Freund. Verstehe ich schon deutlich besser da als ich. Ich hab das nicht hingekriegt, die in einer Runde zu killen. Die sechs Stück. Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich kann ja auch danach weder nachladen noch sonst irgendwas machen. Okay, aber das war ein Instant Kill. Das Dumme ist, dass der Codex noch übrig ist. Und man weiß ja, was beim Codex so der Spaß an der Sache ist, ne? Ich kann ihn flankieren.
Hinter Full Cover. On your order. Mit ein bisschen Glück kriege ich ihn mit dem Schuss sogar tot. Da muss ich schon. Okay, da muss ich sehr viel Glück haben. Mhm. And I don't. Also zwei Einser-Codex sind hier noch rum. Natürlich auf dem Dach, wo ihn keiner sehen kann. Toll. Scheiße. Ich komme da auch nicht hoch. Das ist ja wunderschön. Das ist ja eine wahre Freude. Man muss ja schon sagen, es ist doch relativ fair, dass der Codex, wenn er sich spaltet, dass Lebensenergie halbiert wird und dass nicht zwei mit der gleichen Lebensenergie. Ja, das wäre es noch, ey. Das wäre es noch. Es gibt eine Mod, die macht das. Vielleicht sollte ich einfach eine Granate drauf werfen und dann wäre Ruhe mit dem Ding. Ja, es gibt eine Mod, die macht das. Ich glaube, es hackt, ey. Soll ich eine Granate drauf werfen und Ruhe ist mit dem Mistvieh? Wäre vielleicht sinnvoll. Ist das Haus aber weg. Guck mal, ich eine Granate drauf, werfe das Haus weg. Ich könnte Säuregranate drauf werfen, dann wende ich das Haus weg und dann kommt auch keiner so leicht da rein. Und der Codex wäre trotzdem tot. Ich meine, ich stehe voll out in the open. Sie ist jetzt ziemlich gekniffen. Codex done. Okay, den Codex kriegst du nicht flankiert. Aber du kannst dich hinter Full Cover hocken und mit einer Pistole draufballern. Ich glaube, das gibt im Endeffekt mehr. Nein, du hast nicht genug Sicht. Okay, Granate. Nein, ich bin nicht weit genug. You gotta be fucking kidding me, man. So kidding. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Meine taktischen Optionen sind aufgebraucht. Ich habe noch den VIP. Yay. Ich habe den freaking VIP. Ja, Overwatch, ne? Kann ich nicht machen. Warum kannst du den nicht sehen von hier? Warum ist der zu weit weg? Das kannst du mir doch erzählen. Ich könnte mit der Pistole noch fünfmal weiter schießen. Ja, okay, zweimal weiter, aber... und zwar genau. Kacke, kacke, kacke. Ich habe keine taktischen Optionen. Ich habe noch hier die Truller, aber die muss da stehen bleiben, um die hier zu erwarten. Aber allerdings würde ich sie gerne ein Hilfsprotokoll auf die hier machen lassen, damit sie wenigstens noch halbe Deckung hat. Obwohl, die werden jetzt in der Ankommen... Doch, nee, aber der andere Codex ist ja doch da. In dieser Ankommensszene werden sie ja nichts machen können. Da treffe ich den Codex definitiv nicht. Das heißt, du brauchst das Hilfsprotokoll. Absolut und 100%. Plus 30 Verteidigung ist sogar besser als halbe Deckung, oder? Halbe Deckung ist ich habe vergessen, wie der Begriff ist. 20? 20 doch nur. Ja, you hunker down, sir. Wenn ich das Vieh hätte mit der Granate erreichen können, Leute. Gute Nacht, Tanoram. Schön, dass du reingeschaut hast. Sind 25, Neo, wirklich? Ja, ist immer noch besser als halbe Deckung. Ist immer noch okay. Ach, ich hätte erst nachladen sollen, dammit. Oh, ein Advent-Soldat. Oh, ein Purifier. Purificator. Oh Gott. Ja, spiel doch mit deinem scheiß Flammenwerfer rum, ey. Ich hoffe, du explodierst grausam. Oder du explodierst und stirbst langsam und grausam. Und die Sau teleportiert sich. Gegen wen? Oh nein. Waffe deaktiviert, du willst mich doch verarschen. Die dumme Kuh deckt jetzt alle, die da rauskommen. Ach nee, da kommt gar keiner. Oh, es kommt nur von einer Seite jeweils einer. Okay, das ist also jeweils ein Trupp. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du hast aber echt Glück gehabt, ey. Oh ja. Bei mir kamen da jede Runde von beiden Seiten drei Stück. Knallhart. Aber es hat Legend, ne? Also ja, wahrscheinlich ich spiel kein Legend. Das hat sich damit erledigt. Legend ist vorbei. Ich könnte die beiden eventuell mit einer Granate erreichen. Oh ja, ich krieg jetzt schon den einen. Verbesserter Granatenwerfer for the win. Das bedeutet, wenn ich hier hingehe, dann krieg ich die beiden mit einer Granate. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Trolle aber auch nicht nachladen lassen müssen. Granate!
nicht overwatchen lassen müssen, meine ich, nicht nachladen. Ach, dann ist ja Quatsch. Im Zusammenhang. Oh, nur ein Schadenspunkt, ey. Ich hätte das nie aktivieren sollen, dass die Granaten nicht gleichmäßigen Schaden machen. Ja, okay. Das ist ziemlich am Mist. Hey, wenn du jetzt den Codex erwischen würdest, dann wäre ich extremst glücklich. Erstens hättest du dann wieder einen mehr gekillt. 36%, das ist kein Zug, den man macht. Ich könnte das halbe Haus wegfetzen. Für einen Codex eine Granate. Ja, VIP da drin sitzt. Die sitzt da nicht mehr drin, die sitzt schon draußen. Ach so, da sitzt jemand anders drin, stimmt. Ah, der hätte auch sitzen können, scheiße. 46% mit Präzisionsgewehr, so viel hast du gerade mit deinem Pistolenschuss, Mädchen. Ich würde mir über mein Leben nachdenken. Und vor allem auch über deine Frisur. Sehr gut. Advent Soldier down. Beförderung verdient, die hast du ja wirklich verdient, mein Freund. Das Blöde ist, ich würde mir Shiro lieber aufheben. Für einen sinnvolleren Zug. Und das Dumme ist, der VIP muss da weg. Das ist jetzt der Letzte, der da weg muss. Und ich weiß nicht, wo er hin soll. Ja doch, warum nicht dahin? Was auch noch unterschiedlich ist zu Legend, ist, bei dir sind es 3 Runden Position halten, bei mir waren es 4 Runden. Nicht nur mehr Gegner, sondern auch länger? Was ist das denn für eine asoziale Kacke, ey? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, ich versuch's jetzt mit ihr. Hast du dich bewegt? Ja, du hast dich bewegt. Ich versuch's mit ihr, wenn das nichts wird. Versuch's mit dem Sniper, wenn das nichts wird, muss Shiros reißen. Daneben, ey. Aber immerhin habe ich jetzt eine bessere Trefferchance. 90% hat Shiro, das wird was mit Shiro. Nein, Sniper. Nicht Jinxen, also, Gary. 81% mit der Pistole, der muss sitzen. Yes, mit dem Streifschuss, Leute. Ich habe sie nur gestreift, sie ist explodiert. Oh, ey, ich krieg zu viel. Okay, da zählt das schon. Ne, du lädst nur nach. Und machst einen Overwatch. Weil da kommen jetzt 2. Und die müssen da weg. Volle Deckung nur 40. Ja, genau. Ich weiß, Neo. Aber volle Deckung plus das sind 70%. Das ist schon ganz gut. What? Sie stand doch gar nicht drin. Ja, toll. Joy. Hä, wieso hast du keinen... Du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen Overwatch-Schuss hattest. Overwatch-Schuss. Gut, nein. Oh, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt feuerst, ne? Und jetzt kommen die Nächsten nochmal da in der nächsten Runde. Oh, da ist die... Es kommt nicht jeder hin. Shiro wird nicht hinkommen. Shiro hat zwar Sturm und Schuss, aber er kommt nicht hin. Ich muss die erledigen. Ich speichere hier. Aber ich muss die erledigen, Leute. Kommen da noch mehr Kater? Ja, du weißt es nicht, oder? Ja, aber ich glaube... Bis ich raus bin, oder bis wann kommen die? Das ist eine gute Frage, bin ich mir unsicher. Also ich weiß nur, dass auf jeden Fall welche kommen, jetzt nach denen, die jetzt gerade eben kamen, kommen auf jeden Fall noch einmal welche. Da ist ja auch dann die Fackel gekommen, aber danach weiß ich nicht. Das ist gerade mein Problem. Und Neo schreibt, bis alle raus sind. Wirklich? Dann bin ich jetzt screwed, weil ich kann nichts gegen den hier tun. Nicht und weglaufen. Also Shiro ist sowieso nicht nah genug dran. Das heißt, das ist sowieso dann. Ich komme nicht raus. Ich komme in diesem Zug nicht raus. Und weil ich nicht wusste, wo die scheiß Dings ist. Oh, Ex, komm, warum musst du manchmal so kacke sein, ey? Du kommst auch nicht raus. Ne. 2 Leute kommen nicht raus. So oder so. Lightwolf sagt auch ja, also ich gehe mal davon aus, dass sich das auf Neos Aussage bezieht, von daher glaube ich, würde ich dem mal glauben. Warum macht er mir keinen Mut hier? So macht ihr mir keinen Mut. Ja, der VIP ist schon mal raus, also das ist safe. Aber Neo schreibt, du hast noch 2 Frostbomben.
True, aber die Person, die die schmeißen kann, muss auch irgendwo hin. Und die dahin kriege ich nicht. Doch, kriege ich. Doch, die kriege ich beide. Das heißt, ich müsste irgendwie den dann noch loswerden. Mit der Frostbombe sind die weg. Und solange die anderen dann keinen Feuerschutz machen, die gleich kommen. Boah, die Frage ist... Ich muss es riskieren. Ich muss hier hin und die Frostbombe werfen. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, ich gehe. Ich brauche ein bisschen mehr Deckung. Okay, ich nehme die Deckung gerade vor den Falschen, ehrlich gesagt, aber ist egal. So, du die Frostbombe. Warum kann ich nicht weitermachen? Ach, weil da die Szene kommt. Ja, der Purifier macht AOE, aber ich hoffe halt... Ich hätte eigentlich vorher versuchen sollen, ihn zu töten. Außerdem... Splittergranate macht 3 bis 4. Säuregranate macht auch 3 bis 4. Zieht aber noch nach, wenn ich ihn nicht töten kann. Das heißt, er wird sterben. Wenn ich ihm noch 2 Schaden mache, ist er tot. Probiere ich. Ganz ehrlich, diese Mission hasse ich. Ich will die raushaben. Kann ich die rausmodden? Oh, die sind ja so anstrengend und so nervig. Aber gut, davon dürfen ja nicht so viele kommen. Das sind ja nur diese Special-Templar-Missionen gerade. Oder beziehungsweise Special-Faction-Missionen. Ja.